Hey Leute, es wird Zeit, wieder eine der Triforce-Karten abzuholen. Ja, denn wir sind im letzten Part auf der Isla Rabunzla angekommen. Das ist hier sozusagen ein kleiner Mini-Dungeon drin, wo wir uns den Weg zur Triforce-Karte bekämpfen müssen. So. Ein Herz. Eventuell, ich habe mich dummerweise mich treffen lassen. Okay, die geben noch ein bisschen Blut her. Das ist okay. Aber ich glaube, hier gibt es auch Zauberer. Okay, die erste Fackel brennt. Wir sind hier bei der Olympia. Anscheinend. Okay, wo bin ich jetzt hier gelandet? Oh nee. Alles nur die hier nicht. Please. Okay, den ersten haben wir. Fuck, voll daneben. Der trifft. Shit. Wo ist denn der? Ah. Hat es nicht gesehen. Kann ich das hier irgendwie gegen ihn verwenden? Ah. Pusterkuchen. Boom. Okay, dann haben wir auch den hier erledigt. Tschüss. Bisschen Loot. Pfeile. Aber wir müssen ja sowieso gegen Ende, gegen ein paar Ritter kämpfen. Das weiß ich ja noch. Ungefähr. Wenn jetzt keine beschissenen Gegner sind, kann ich hier abgehen. Und es kommen beschissene Gegner. Fuck. Shit. Ich habe jetzt fast mein eigenes Grab geschaufelt hier. Als ob. Okay, wenigstens sind die jetzt down, Alter. Schon, der würde jetzt noch hier noch leben. Aber ein Vogel darf nicht zu lange einfrieren. Okay. Er hält auch diese Kälte nicht aus. So. Kommen jetzt für Gegner? Elektroschleim oder Aslaks? Das sind Aslaks. Hi. Es ging aber flott hier. Oh, da einer hat ein Glücksamulett getroppt. Ja. Passt. So, nur noch drei Ritter vor mir, ne? Vier! Ja, komm doch mal alle her da. Ja, so, das ist eine Party hier. Hä? Ich hab doch das Schild eindeutig gezückt. Hi. So.
Ah, fuck, ich hab den Falschen anvisiert. Oh, der erste ist down. Oh, da liegen ein paar Rubine. Ich will das Geld. Weiter. Yeah. Hauptsache, ich werde von drei Hitter umzingelt. Ich denke direkt gleich erstmal ans Geld. Nee. Aua. Ich muss nur noch dichter loswerden. Nur noch du. Dich. Ha! Pfeifen. Noobs. Das ist doch alles schlecht gewesen. Das war ja kein Problem hier. So, jetzt spiele ich hier noch ein bisschen mit der Waffe rum. Zu bauen. Da hätte ich ein paar Pfeile bekommen. Jetzt noch ein paar Rubine. Sicher doch. Hast du mir ein paar Rubine? Ja, freilich. Und daneben. Und du. Boah, das gibt fette Moneten, Alter. Und hier gibt es dich auch ein bisschen Kohle her, ne? Ja, freilich. Tschüss. Wir werden hier rich, Alter. So, spielen wir mal das wundervolle Lied. Lol. Wie man das verkacken konnte, das ist ja auch ein Mysterium. Aber es ist eine Treffhauskarte und die nehme ich mir mit. Auf hoher See. Die letzte Fahrt. Ja, stimmt. Wenn wir sozusagen auf dem Weg zum Finale sind, muss ich unbedingt die letzte Fahrt abspielen. Von Santiano. Das würde so gut passen. So. Wo bin ich? Wo, besser gesagt, wo ist jetzt mein neuen König? Da. Ich muss sowieso in Süden fahren. Ja, das ist ein bisschen gebraucht hier, ne? Süden. Hey, ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Ey, was geht? Der Sonne hinterher. Ey, was geht? Ich sag, hey, ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Ich weiß, ich kann nicht singen, aber ich hab's trotzdem getan. Aus Langeweile. Jo. Schodele, schodele, schodele. Erfahren. Das Ungewisse. Es ist die letzte Fahrt. Meine lieben Freunde, fast. Es gibt hier noch eine Insel. Oder es ist jetzt eigentlich keine Insel wirklich im Sinne, sondern... müsste jetzt eigentlich auch etwas leuchten dahin. Okay. Ja doch, ich glaube ich sehe es. Ja, da hinten, da hinten. Da hinten hat es geleuchtet. Oh, und da hinten auch der Fisch. So, stehen wir überhaupt richtig? Wo ist denn diese Flasche? Ja, direkt sogar. Hier wieder. First Try
Bitches. Ich bin so geil. So sexy, so sexy, so geil. Was? Du hast die Inselherzenkarte gefunden. Oh. Okay, die zeigt mir an, wo ich Herzteile finde. Einmal Inselherzenkarte. Holy shit. What? Da kann ich jetzt... Da wir gerade eh da sind, können wir hier erstmal ein Herzteil abholen. Geil. Also, ehrlich gesagt, habe ich diese Karte nicht mal gekannt. Jetzt kenne ich sie. Das war jetzt wieder Verschwendung. Warum hau ich wieder unnötigerweise wieder hier Fischfutter ins Wasser? Oh nee. Sag mir jetzt nicht, dass er das jetzt nicht gefressen hat. Schlingel. Boah, sei jetzt hier nicht. Werd jetzt hier nicht zu einer Bitch oder so. Muss schon herkommen und fressen hier. Komm da einfach nicht. Ja, was denn los? Hast du heute keinen Hunger gehabt oder was? Flugplatz. Sieht aus wie so ein Milchfläschchen hier. Auf der Insel namens Draconia aber etwas. Oh, Draconia. Felsen. Schatz. Warum werde ich jetzt hier vom Löwenkreis hier? Aber egal. Das brauchen wir. Auf alle Fälle. Hier ist ein Sieg. So, hier kriegt man auf alle Fälle einen Herzcontainer. Ja, hier bist du richtig, wenn du dich den Herausforderungen der Lüfte stellen willst. Willkommen beim Vogelmann-Wettstreit. Mit welchen Mitteln und Hilfsmitteln du fliegst, interessiert uns nicht. Hauptsache, du fliegst. Uns interessiert nur, wie weit du es durch die Lüfte schaffst, bevor du ins Meer plumpst. Die Stelle der bisherigen Bestmarker, die der legendäre Champion aufgestellt hat, haben wir mit einem Zielturm markiert. Sollte es dir tatsächlich gelingen, dieses zu durchfliegen, darfst du dich als der neue Champion betiteln. Die Teilnahmegebühr beträgt erschwingliche 10 Rubine. Ich heb schon ab. So, er füllt mir die magische Energie auf. Sei mir gegrüßt, ehrbarer Herausforderer. Siehst du das Zelt hinten in der Ferne? Es markiert den Rekordflug des großartigen Champions. Wen schlagen will, muss es durchfliegen. Okay, ich möchte erstmal ganz kurz ein bisschen schummeln hier. Muss auch mal sein. Muss auf alle Fälle Winde perfekt nutzen. Alter, weh, ich fliege jetzt hier durch Raum und Zeit hier. So, hier ein bisschen Auftrieb. Ich glaube, ich erwische diesen Wind. Fuck. Fuck. Shit. Fuck. Das war nichts. Da habe ich Pech gehabt. 102 Meter. Also ungefähr die Hälfte oder was? Ja, ich weiß. Ich wollte die Strömung mitnehmen. Okay, let's go.
hier werde ich mich eher links halten. Macht schon irgendwie Spaß, muss ich sagen. So zu fliegen. Ah! Egal. Ich glaube, ich kann es noch schaffen. Nein. Oh Gott. Das könnte knapp werden. Fuck. Oh, so knapp vom Zieltor. Wie weit bin ich denn diesmal geflogen? 244 Meter. Also 250 Meter oder mehr. Bevor du ins Meer plumpst. Das heißt, ich könnte eigentlich rein theoretisch da auf diesem Pfosten da landen und quasi dann weiterfliegen. So. Ich brauche mindestens einmal einen Auftrieb. Ja, so sieht's besser aus. Okay, wie weit bin ich geflogen? Und Schluss! Dritter Versuch passt eigentlich. Eine Flugweite betrug soeben 256 Meter. 256? Als ob ich jetzt den Rekord nicht geschlagen habe, Alter. Muss es durchfliegen. Wie machen das am besten? Also der Wind ist günstig. Wesen. Fuck. Habt ihr das gerade gesehen? Keine Ahnung, was das jetzt für ein Fehler jetzt war. Ja, eventuell werde ich noch ein bisschen nach oben gepusht. Soll das werden? Komm. Im Ziel! Oh Gott. Ein Flug über 258 Meter. Smoke weed every day, mein Freund, Alter. Damit hast du meisterhaft den Rekord meines Bruders gebrochen. Du hättest wirklich das Zeug dazu, ein vorbildlicher Orni zu werden. Der Ex-Champion oben stimmt mir da übrigens voll und ganz zu. Jedenfalls steht dir als neuem Champion des Vogelmann-Wettstreits erstmal ein großartiger Preis zu. Ein neues Herzteil. Jedes. Das heißt. Ach ja, genau, stimmt. Wir können ja insgesamt nachziehen, wie viele Herzteile es gibt. Okay. 3, 5, 6. 7, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32. 32, so 4 sind 8 Herzen, die wir mit Herzteile erreichen können.
Wie viele Herzen haben wir bekommen? Mit 3 haben wir angefangen. Dann hatten wir 1, 2, 3 Dungeons. Verwunschener Bastion und 6. Also muss ich erstmal 6 Herzen dazu dazu zählen. Das heißt 9 Herzen. Das heißt 9 Herzen sind. Das heißt, wir haben 5 Herzen aufgefüllt. Quasi. Oder hä? Fuck. Fuck, Atle und ich glaube hier ist ein U-Boot am Start. Leute, ich habe irgendwie Lust auf das U-Boot. Egal, ob ihr jetzt Bock drauf habt oder nicht. Ich schau mal rein. Könnte es eventuell etwas sehr, sehr Interessantes geben. Das weiß man halt nicht. Was für interessantes Zeug sie existiert. Aber auf alle Fälle zu gut. Er wird es noch lösen. Dann werde ich den Part für heute beenden. Und auch erstmal ausmachen. Dann okay. Ich rieche eine kleine Falle. Ich hab's gewusst. Diese Schleimis sind eh kein Problem. Wow! Okay, jetzt rasten sie alle aus. Warum sind meine Eispfeile jetzt ausgerüstet? Erstmal schön mit dem Schwert eins rüberbraten. Okay. Ist hier was? Ja, da ist was, aber es scheint nur nach einer Schatzkarte auszusehen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es in einem dieser U-Boote eine Karte gab, wo auch diese ganzen Wachtürme eingezeichnet sind. Oh. Das ist die Karte, wo die ganzen Wachtürme eingezeichnet sind. Ups. Okay, dann können wir auch einen kleinen Blick riskieren. Auf die Karte. What the fuck? Ist ja noch einer. Ja, piss dich, Junge! Karte. Die Karte kenne ich. Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich ziemlich jeden einzelnen Wachposten angesehen, ne? Aber es kann sein, dass ich nur zur Sicherheit noch einmal auf einem der Wachtürme hochgehe und nachgucke, ob ich da wirklich alles habe. So. Jetzt können wir aber den Part in aller Ruhe beenden. Ich glaube, ich sehe jetzt keinen Grund jetzt mehr, hier irgendwie noch irgendwas anzustellen. Ich glaube, ich werde jetzt weiter nach Süden fahren, dass wir auch hier in den südlichen Gewässern die Karte vervollständigen.
würde sagen, lass ein Däumchen nach oben da. Dann geht's weiter im nächsten Part mit unserer kleinen Erkundungstour. Bis dann und ciao, meine lieben Freunde.